Und jetzt, meine Damen und Herren, schauen Sie genau hin und sehen Sie eine Typveränderung in Sachen nicht nur Sturm der Liebe. Ich freue mich auf Mona Seyfried. Schön, dass Sie da sind. Mona Seyfried, Sie kommen ja aus einem sehr kulturellen Elternhaus. Beide Eltern waren in der Musikszene hochberühmt. Ihre Mutter, Kammersängerin, Sopranistin, ganz berühmt, ein weltberühmter Name. Ihr Vater, heute, wenn man sagt, Schneiderhahn. War das alles so ganz gesittet? Wie konnte man dagegen angehen? Indem ich mit 16 von zu Hause weg bin. Ganz einfach. Ja. Was passte Ihnen nicht? Na, es passte mir alles, natürlich. Was mir nicht passte, ist, dass ich nicht Kind sein durfte. Ich bin in einer Erwachsenenwelt aufgewachsen. Ah. Was ich im Nachhinein jetzt als sehr traurig finde. Klar, ich bin am Schoß von Karajan und Bernstein gesessen und habe das gar nicht wahrgenommen. Wenn man mit 3, 4 Jahren das erlebt, alle anderen sagen, toll, toll, toll. Mhm. Nee, es war nicht toll, weil ich durfte keine Freunde nach Hause einladen und so weiter und so weiter und so weiter. Also darum war ich ganz froh, rechtzeitig und früh von zu Hause wegzugehen. Sabine, haben Sie wienerisch gesprochen, als Sie als Kind aufgewachsen sind? Na klar. Also, ich wollte was dazu sagen, was ich ganz wichtig finde. Also, im Fernsehen, so wie jetzt hier, versuche ich natürlich Hochdeutsch zu sprechen und in meinem Beruf sowieso. Aber privat versuche ich überhaupt nicht Hochdeutsch zu sprechen, weil ich finde, Dialekte sind was unglaublich Wichtiges. Und ich finde es jammerschade, dass Dialekte verloren gehen. Meine Tochter ging in München zur Schule und hat nicht ein Wort bayerisch gelernt. Die hat überhaupt keinen Dialekt gelernt. Die spricht nur Hochdeutsch. Was mich entsetzt, weil jetzt ist sie in Wien und Gott sei Dank fängt sie an ein bisschen wienerisch. Dialekte dürfen nicht verloren gehen. Das ist sowas Wunderschönes und wir sollten viel mehr babbeln und quatschen und ich liebe Sächsisch. Dialekte sind ganz, ganz wichtig. Mona Seyfried, als ich Sie heute gesehen habe, musste ich zweimal hingucken, weil ich gestern Abend noch auch nach, beziehungsweise vor dem Film Salami Aleikum habe ich das Programm mit Ihnen und Katharina Jakob gesehen. Und da hatten Sie dunkle Haare, eine ganz andere Frisur, sahen anders aus und plötzlich sind Sie blond. Und das ist eine komplette Typveränderung, die Sie sozusagen durchgemacht haben. Auch durchgemacht. Ich mache das immer wieder in meinem Leben. Für mich ist Veränderung was Wunderschönes. Eine einsame Dame! Eine Frau. Nee, ich finde einfach, ich höre jetzt immer wieder, wie können Sie jetzt plötzlich blond sein und lange blonde Haare? Warum nicht? Kann mir einer eine Antwort geben, warum nicht? Vielleicht, weil es mir nicht steht. Aber gut, das ist ja dann meine Sache. Nee, aber es ist, ich liebe das. Mal schwarz, mal blond. Ich bin geboren blond natürlich. Ich wollte fragen, ist das jetzt die Natur? Na, das Natur, liebe Bettina, in meinem Alter ist schon nachgeholfen. Ach. Natürlich. Sonst würde ich jetzt ein bisschen ergrauter hier sitzen. Darauf würde ich gar nicht kommen, jetzt mal ehrlich nicht. Ach komm. Naja, gut, wie auch immer, ist ja egal. Jedenfalls, ich liebe es, mich zu verändern. Erstens habe ich einen Beruf, wo Veränderung ja täglich passiert. Und ich war jetzt schon viel zu lange immer mit den gleichen Haaren zu sehen. Ich hatte jetzt 14 Jahre kurze, schwarze Haare. Wir haben noch ein Bild. So sahen Sie noch bis vor kurzem auf. Wenn das eben die Regie... Ja, Wahnsinn. Guck, das ist doch der Wahnsinn, die Veränderung. Ja. Das war im Oktober, Das war noch im Oktober? Ja. Oh. Na gut, aber ich meine... Reagieren die Menschen anders auf Sie, wenn Sie Ihren Typ wieder mal verändern? Merken Sie das? Ja. Ja, natürlich. Also ich höre ganz, ganz viel Positives, aber auch einige Fans, die mir das sehr also anrechnen und das mögen sie nicht. Die muss so aussehen, die kennen wir so und du bleibst so, bis du 80 bist. Ich hörte vorhin das die Stimme, wusste genau und... Oh, wie jetzt? Ja. Hauptsache nie bitte die Stimme verändern. Nee, das kann ich ja gar nicht. Das kann ich ja nicht. Aber Haare ist doch eigentlich unwichtig. Das Äußere ist doch total unwichtig. Ja, da muss man es ja nicht verändern. Naja, nee, ja. Nein, ich meine, jetzt ist es doch völlig egal, ob ich jetzt lange, kurze, rote, schwarze, blonde Haare habe. Aber blond ist in, ne? Also aber danach bin ich eigentlich nie gegangen. Ich gestehe, warum ich blond wurde, weil ich in Italien in meinem Haus 2 Monate sitzen konnte, Januar, Februar, bevor ich wieder drehte. Und die Sonne mir die Haare gebleicht hat, ganz einfach. Und ich kam nicht zum Friseur und ich sagte, ach, ist gar nicht so schlecht, ein bisschen weicher, schaut gar nicht so schlecht aus, mach mal doch ein bisschen blonder. Dann habe ich mit einer Produktion von Sturm der Liebe gesprochen und die sagten, wir wollen die Charlotte mal ganz anders sehen.
wenn sie wiederkommt, wieder das mal aus Afrika. Also, das ist ja wenn man das wieder in die Serie reinkommt. Ich immer wieder in Afrika tätig bin, damit ich auch andere Dinge drehen kann. ja, und so wurde beschlossen, dass die jetzt diese Frisur bekommt und eben richtig dazu steht, auch blond zu sein. Frau Seefried, aber... Entschuldigung, ich habe im Garten gesessen, da war ein Mondschein und da war ich früh grau. Ja. In dem Programm mit Katharina Jacobs erzählen Sie aber einige Blondinenwitze. Ja, das wird jetzt ganz kompliziert. Wir haben schon telefoniert, weil wir im Winter wieder auf On Tour gehen. Und jetzt müssen wir uns das ganz streng überlegen, wie wir das machen. Wobei ich noch immer dazu stehe, dass auch eine Blondine einen Blondinenwitz erzählen kann. Ja, im Prinzip ja. Also ich probiere es mal aus. Stevie Wonder erzählt die besten Blindenwitze. Das war. Er hat mal interviewt. Okay. Ich also, dann hat Mona Seefried die besten Blondinenwitze. Soll ich Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen? Ja, der ist aber geklaut, der ist aus Ihrem Programm. Das ist ja gemein. Ja, ist aber egal. Bitte schön. 4000 Blondinen treffen sich im Himmel, was ist das? Eine gigantische Rückrufaktion. Ist das?